zusammen. Ich bin letztens auf Facebook aufmerksam geworden, eine Fotobuchaktion von Saal Digital. Und zwar durfte man sich darauf bewerben, ein Fotobuch zu testen mit einem Gutschein von 40 Euro. Ich habe mich darauf beworben und tada, hier ist es. So wird es geschickt, sehr gut verpackt und das ist das Resultat. Mein erstes persönliches Lookbook oder Buch, das ich erstellt habe. Und ja, bin ganz froh, dass ich das testen konnte von Saal Digital. Ich gebe ehrlich zu, ich habe bei Saal Digital schon oft meine Bilder bestellt, sei es als DIN A4 oder auch speziell meine Hochzeitsbilder, meine persönlichen Hochzeitsbilder, und bin von der Qualität immer begeistert gewesen. Und nun war ich echt neugierig, dieses Buch zu testen, und wie gesagt, 40 Euro Gutschein hörte sich sehr spannend an. Dann habe ich das Go bekommen und habe natürlich sofort loslegen können, das Buch zu kreieren. Das sind jetzt 56 Seiten, die ich bestellt habe. In matt. Cover ist glänzend. Und ganz toll finde ich diese Layflat-Bindung. Ich halte das mal eben in die Kamera. Das sieht dann nämlich so aus. Ja. Hat den Vorteil, dass es bei den doppelseitigen Bildern nämlich richtig schick aussieht. Man hat nämlich keinen Knick. Und das ist halt durch diese Layflat-Bindung richtig genial. Wenn ich mir jetzt so an Magazin erinnere und ich habe da eine Doppelseite drin, oder man kennt das aus verschiedenen anderen Macs, ist das schon nervig. Und Layflat-Bindung ist richtig klasse. Zu den Farben und der Qualität kann ich nur sagen, ist 1:1, wie ich es auf dem Rechner habe. Ich habe meinen Rechner nicht kalibriert, meinen Bildschirm nicht, und habe das mit dem Softproof, was Saal Digital anbietet, auch nicht gemacht. Und trotzdem stimmen die Farben wirklich sehr gut überein, passt wunderbar. Zwecks Gestaltung: Saal Digital bildet eine Software an, in dem man ein Fotobuch erstellen kann. Ich persönlich habe mich mit der Software nicht auseinandergesetzt. Ich habe mein Buch in Lightroom zusammengeschlossen und kreiert. Habe das dann exportiert als PDF und dann anschließend auf Saal Digital hochgeladen. Man kann es natürlich auch in Lightroom dann als Bilder exportieren und das dann auch hochladen. So habe ich das gemacht. Finde ich, geht auch rasend schnell, zumal man die Bilder ja sowieso in Lightroom bearbeitet. Mache ich das zumindest. Und so konnte ich alles mit einem Abwasch machen. Ich lasse euch nochmal einen kleinen Blick rein in dieses Fotobuch. Gerade diese Doppelseiten gefallen mir richtig klasse. Ja, finde ich schon richtig, richtig schick. Gerade die Farben, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie auf dem Rechner. Toll. Das war nicht das letzte Mal, dass ich bei Saal Digital bestellt habe. Da kommt bestimmt noch einiges. Wie gesagt, DIN A4 Bilder habe ich schon oft bestellt, DIN A3 sogar auch. Und konnte mich von der Qualität eigentlich schon damals sehr gut überzeugen. Seid so gut, geht nicht in Drogeriemärkten wie DM oder Rossmann. Die Qualität ist einfach miserabel, habe ich selber schon erlebt. Saal Digital hat echt eine klasse Qualität. Zur Lieferung, wie gesagt, es wurde schön gepolstert geliefert. Ich habe, lass mich lügen, das alles hochgeladen Dienstagabend. Und am Donnerstagmorgen hatte ich das komplette Buch schon in meinem Briefkasten. Selbst dazu kann man sagen, Hut ab, Respekt, ziemlich schnell und das in der Qualität. Also ich habe absolut nichts zu meckern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Damit könnt ihr was anfangen und ja, bildet eure eigene Meinung. Das ist nicht gesponsert worden von Saal Digital, dass ich so gut darüber rede. Es ist wirklich meine eigene Meinung. Ich kann euch das nur ins Herz legen, wenn ihr Bilder schießt und schon ein teures Equipment in tollen Kameras oder Linsen investiert hat, in guten Rechnern, in Photoshop, in Lightroom, dann spart nicht, um eure Bilder zu entwickeln.
Ich hatte einen 40-Euro-Gutschein, das Buch hat jetzt unterm Strich 60 € gekostet, kann man auch nicht meckern. Ja, macht es. Ich empfehle euch wirklich, bestellt eure Bücher da, bestellt eure Bilder da. Sei es in klein, in groß, in Leinwänden oder sonst was. Ihr habt wirklich Qualität. Peace and out.